Fragen wir nach bei Elmar Brok, was er von den Beschlüssen bzw. von den Vorhaben erhält. Guten Morgen nach Brüssel, Herr Brok. Guten Morgen. Ja, Sie sind Vorsitzender im EU-Parlament für auswärtige Angelegenheiten, also quasi politisch jeden Tag mit diesen Themen befasst. Was halten Sie von dem, was da jetzt seit gestern Abend auf dem Tisch liegt? Ich glaube, es ist ein wichtiger Fortschritt. Das löst die Probleme nicht insgesamt, aber ein wichtiger Fortschritt. Und Gott sei Dank erstmalig, dass auch die Außen- und Innenminister das gemeinsam beraten. Wir müssen die Kompetenzfragen lösen. Es kann nicht nur Innenpolitik oder Außenpolitik oder Entwicklungspolitik sein. Das muss ein einheitliches Konzept her. Und ich hoffe, dass das ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist. Das aber weit noch nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Denn was wir jetzt machen, ist ein Herumdoktern an den Symptomen. Wir müssen Menschenleben retten. Aber die Ursachen werden dadurch nicht beseitigt. Und wenn es richtig ist, dass in Libyen, wo es ja keinen Staat gegenwärtig gibt, 1 Million Menschen auf die Überfahrt waren, Menschen, die aus Subsahara, Schwarzafrika kommen, dann ist das eine Dimension, die, glaube ich, nicht zu lösen ist in unserer Region, sondern wo wir vor allen Dingen dafür Sorge tragen müssen, dass die Menschen in ihrer Heimat eine bessere Lebensperspektive haben. Das heißt, es muss mit Verlaub, Herr Brok, von neuer Entwicklungspolitik sein. Mit Verlaub, Herr Brok, all das haben wir vor 2 Jahren auch schon mal gehört. Da war die Rede davon, dass Europa intervenieren soll und möchte aktiver. Da war die Rede davon, dass mit Staaten, vor allem in Afrika, zusammengearbeitet werden soll. Gezielte Einwanderung sollte möglich sein. Nichts ist geschehen, Herr Brok. Warum nicht? Das ist ja nicht wahr. Es ist eine ganze Reihe von Dingen geschehen und Europa ist im hohen Umfang offen. Allerdings ist es bei weitem nicht ausreichend. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit in Libyen eine neue Situation. Dort existiert kein Staat. Dort kann man nichts mit jemandem vereinbaren. Und aus diesem Grunde heraus ist das eine ganz andere Situation, als es vor 2 Jahren war, als man die Hoffnung hatte, dass nach dem Gaddafi-Regime sich dort ein vernünftiger Staat bildet. Der Bürgerkrieg auch dort macht vieles zunichte. Und wir haben auch damals leider nicht gesagt, dass wir uns die Menschen in ihrer Heimat kümmern müssen. Das ist der entscheidende Ansatzpunkt. Aber es ist beispielsweise auch ein Punkt, und da verstehe ich nicht, dass unsere Nachrichtendienste hier nicht besser da sind. Wir müssen endlich die Chefs dieser Schleuserbanden lokalisieren, sie außer Gefecht setzen, damit diese Ungeheuerlichkeit, Menschen auf solche Boote zu setzen und dafür viel Geld zu nehmen, nicht funktionieren kann. Wir müssen deren Geldbewegungen abschneiden, um auf diese Art und Weise diese Setzen auf solchen Booten unmöglich gemacht wird. Jetzt ist in dem 10-Punkte-Katalog, der gestern vorgestellt worden ist, auch die Rede davon, Punkt 2, Vernichtung von Booten. Das heißt, man will offensichtlich militärisch gegen die Schlepperbanden vorgehen. Was bedeutet das denn? Das sind alles Einzelmaßnahmen, die für sich Sinn machen können. Wenn es nicht mehr Boote gibt, mit denen Menschen umgebracht werden, denn darum geht es ja, das sind ja Mörder dieser Schleuser, dann werden sie hoffentlich die Möglichkeit verlieren, dieses zu tun. Das gehört alles zu einem solchen Konzept hinzu, das muss im Einzelfall geprüft sein, aber ich glaube, wir müssen ja alles überlegen, dass diese Menschen nicht auf diese Boote kommen und dann in die Seenot hineingeraten. Allerdings müssen wir auch die Rettungsmaßnahmen erneut weiter ausbauen, aber wir dürfen auch nicht vergessen. Ich vermute, dass mindestens so viele Menschen bei dem Durchgang durch die Sahara sterben, wie sie im Mittelmeer sterben. Deswegen ist das nicht allein das Problem. Es ist sehr viel umfassender. Wir stehen hier vor einer neuen Völkerwanderung. Und wenn Sie noch einbeziehen und wenn das richtig losgehen sollte, dass in Syrien, Irak, Jordanien, Türkei, Libanon es zusammen 7 bis 8 Millionen Flüchtlinge gibt, die in Lagern sitzen, auf der Tour sind. Und wenn die das Vertrauen verlieren, dass sie nach dem Besiegen von ISIS in ihre Heimat zurückkehren können, dann werden die auch nach Europa wollen. Und deswegen sind wir einer Dimension hier übrigens gestellt, die wir bisher nicht ausreichend genannt haben und wo auch Mitgliedstaaten merken müssen, dass dies nicht mehr eine Frage von Souveränität ist und kleinlichem Kompetenzgerangel, sondern hier nur eine gemeinsame europäische Anstrengung hilft und dass deutlich gemacht werden muss, dass die Mitgliedstaaten hier entsprechend mitwirken. Sagt Elmar Brok, vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Brüssel.